Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Busjob für euch. Und der befindet sich dann hier vorne gleich. Und auf der Map ist natürlich auch alles eingezeichnet. Ja. Und ich würde sagen, hier gehen wir mal hin und gucken uns das gute Stück doch mal an. Ne? Hier können wir einfach so das Ganze mit E dann bestätigen. Somit haben wir dann hier so ein kleines Menü. Das können wir mit der Maus natürlich dann auch steuern. Hier können wir das Ganze nochmal nachlesen. Das müsst ihr euch natürlich übersetzen. Und ja, das ist quasi die Beschreibung so des Jobs dann. Und hier können wir den Job dann starten. Und ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde. So. Nun können wir den hier komplett wieder abgeben und kriegen jetzt unser Lohn. Das heißt, wir gehen dann hier, zack, und haben dann auch unsere Kohle bekommen. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, einmal auspacken und dann haben wir hier diesen Ordner. Und hier kopieren wir uns schon mal den Ordnernamen raus, gehen dann anschließend in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner und gehen dann zurück und gehen in die Server-TFG und müssen das Ganze hier nur noch starten, speichern und schließen. Nun müssen wir noch einmal hier in diesen Ordner rein und wir müssen einmal noch etwas in die Datenbank hinzufügen. Das heißt, wir kopieren uns hier das Ganze einmal raus. Ja. Gehen in die Datenbank, die haben wir hier, und gehen einfach hier oben auf SQL. Hier fügen wir das dann ein und bestätigen das Ganze mit OK. Ja, und dann haben wir das Ganze in Users drin. Ja. Jetzt nur noch den Server neu starten und ihr könnt das, ja, habt das Script dann erfolgreich installiert. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal das Script genauer an. Und zwar gehen wir erstmal in die config.lua. Hier können wir noch so einiges einstellen, zum Beispiel Preis, ja, und so weiter und so fort. Damit könnt ihr natürlich ein bisschen herumspielen. Hier können wir nochmal eine zweite Location einbauen, einfach duplizieren, ja.
Oder ihr könnt natürlich hier auch noch mehr Haltestellen hinzufügen. Ja, wichtig ist natürlich am Ende hier, wie es schon vorgegeben ist, so das letzte Wort kein Komma hinzufügen. Ja, mehr ist das auch nicht. Hier könnt ihr natürlich noch die Notify-File anpassen. Wenn ihr eine eigene habt, dann natürlich auf eure eigene dann. Und ja, jetzt haben wir noch den, wenn wir das Ganze auf Deutsch haben wollen, können wir natürlich hier einmal in die EN gehen. Und hier können wir das Ganze von Englisch auf Deutsch dann übersetzen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Ganze auf Deutsch. Ja, mehr ist das auch nicht. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got